Wir behandeln in diesem Podcast die Gesellschaft der Spätantike. Im Vergleich zur kaiserzeitlichen Gesellschaft ist die Gesellschaft der Spätantike ausdifferenzierter. Nach wie vor gibt es Sklaven und Bauern, aber schon im Bereich der städtischen Eliten und vor allem innerhalb der Oberschichten kam es zu zahlreichen Rangabstufungen. Am unteren Ende der Gesellschaft bildeten die Kolonen, das sind Bauern, die Schollen gebunden waren, eine wichtige Schicht. Aber im Endeffekt misslang dem spätantiken Staat die Berufsbindung gründlich. Es entwickelte sich eben kein Kastensystem. Im Gegenteil, die soziale Mobilität war höher als je zuvor in der Antike. Es gab viele vertikale Gruppen, die zum Teil unverbunden nebeneinander standen. Nach wie vor hatten reiche Senatoren eine große Klientel. Aber auch die Germanenkönige bzw. die Heermeister bauten sich große Hausmachten auf. Heilige scharten Gemeinden um sich. Der Hof mit seinen Hunderten von Bediensteten und kaiserlichen Sklaven bildete ein eigenes System. Grundsätzlich unterscheiden die Rechtsquellen zwischen Honestiores und Humiliores. Zu den Honestiores, vielleicht übersetzbar als die Ehrbaren, diejenigen, denen mehr Ehre zukommt, zählten die städtischen Oberschichten sowie der Reichsadel, aber auch Priester, Amtsträger, Soldaten, Ärzte, Professoren und Architekten. Sie genossen steuerliche Privilegien, wurden aber bei Geldstrafen auch höher veranlagt. Am bedeutendsten erscheint jedoch, dass sie von Folter und Todesstrafe ausgenommen waren und keine niederen Dienste, also munera sordida, verrichten mussten. Der Rest der Bevölkerung gehörte den Humiliores an, die eben gefoltert und hingerichtet werden konnten. Da es seit der Constitutio Antoniniana 212 nach Christus keinen Unterschied mehr zwischen römischen Bürgern und Nichtbürgern gab, alle Bewohner des Reiches waren zu römischen Bürgern geworden, gehörten nun also auch die meisten Bewohner des Reiches zu den Humiliores. Kommen wir zunächst zu den Senatoren. Sie verschwägerten sich kaum mit den militärischen Familien, da diese ja germanisch waren, sondern blieben als Angehörige eines exklusiven Kreises lieber unter sich. Da Gallienus sie vom Militärdienst ausgeschlossen hatte, was den Aufstieg des Ritterstands bedingte, mussten sie sich ganz auf den zivilen Bereich konzentrieren. Mit der Verlagerung der Hauptstadt unter Diokletian, zunächst nach Nikomedien, dann unter Konstantin nach Konstantinopel, büßten die Senatoren Roms deutlich an Prestige ein, zumal Konstantin in Konstantinopel einen zweiten Senat aufbaute. Das Verhältnis zwischen Senatoren zu Kaisern schwankte und war sehr von den Kaiserpersönlichkeiten abhängig. Die meisten Stadtpräfekten Roms waren Senatoren und bis weit ins 4. Jahrhundert hinein Heiden. Der Besuch des Senats, der etwa 25 Mal im Jahr tagte, wurde im Laufe der Zeit immer schlechter. Am Ende war es nur noch eine Art kultureller Club von gebildeten, konservativen, alten Männern, die niemand mehr brauchte und der jede politische Bedeutung eingebüßt hatte. Irgendwann schlief der Senatsbesuch einfach ein. Es ging niemand mehr hin. Erst Gregor der Große merkte dann, dass der Senat fehlte. Die Ämter, welche die Senatoren noch zu bekleiden hatten, waren bedeutungslos, aber verknüpft mit der Pflicht, prächtige Spiele zu veranstalten. Im rudimentären Cursus Honorum, der noch übrig war, bekamen die Senatoren nach Bekleidung der ersten Ämter eine der Statthalterschaften in Italien, anschließend das Prokonsulat von Asia, Afrika oder Achaia. Höhepunkt der Karriere war die schon erwähnte Stadtpräfektur. Ab Valentinian gab es durch eine Abstufung von Ehrentiteln eine Rangfolge unter den Senatoren. Im Prinzipat waren Senatoren viri clarissimi. Die meisten Provinzstatthalter hießen jetzt ebenso. Niedere Hofbeamte, Vicarii, Comites Rei Militaris und Duces sowie Senatoren nach einer prokonsularischen Statthalterschaft hießen nun viri spectabiles. Reichs- und Stadtpräfekten, Heermeister und Hofminister waren viri illustris. In der Spätantike ist die Tendenz zu einer Titelinflation erkennbar. Ab 450 waren alle Senatsmitglieder illustrissimi. Das Adjektiv nobilissimus war für das Kaiserhaus reserviert. Es gab auch noch das ordentliche Konsulat, immer noch das höchste Amt, das der Kaiser selbst bekleidete. Gleichzeitig war es auch die höchste Würde, die er verleihen konnte.
Konstantin hat den Patriziat ins Leben gerufen, der besonderen Männern aufgrund ihrer Leistungen verliehen wurde. Patricius wurde ab Flavius Constantius der Titel des ersten Heermeisters im Westen, also des Reichsfeldherrn. Vergehen von Senatoren wurden vor Standesgerichten verhandelt. Sie waren als Honestiores, wie gesagt, von Folter und Hinrichtungen ausgenommen. Sie bleiben auch von Einquartierungen verschont und unterstehen keiner städtischen Verwaltung. Nach wie vor waren die Senatoren die größten Grundbesitzer des Reiches. Da Verkehrswege nun öfter unterbrochen sind, kommt es zu regionalen Besitzkonzentrationen und der Ausbildung einer Hausmacht in einem Gebiet, in dem senatorische Familien über Jahrzehnte präsent und angesehen sind. Nach wie vor verfügen sie auch über eine gewaltige Klientel. Als sich die politischen Strukturen des Imperiums auflösten, waren die senatorischen Familien immer noch die Bildungsträger, die nun als Geistliche, oft als Bischöfe, die sich weiter um die Belange vor Ort kümmerten, antike Bildungsinhalte an das Mittelalter vermittelten. Symmachus sammelte geradezu einen Kreis von gelehrten Gleichgesinnten um sich. Man spricht vom Symmachus-Kreis. Er kämpfte 384 um die Wiederaufstellung der Viktoria-Statue in der Kurie, verlor aber gegen den streitbaren Bischof von Mailand, Ambrosius. Im Laufe dieses Streites verfasste Symmachus eine sehr lesenswerte Rede, die sogenannte Dritte Relatio, die eines der letzten großen Zeugnisse des Heidentums darstellt und ein Plädoyer für Toleranz abgibt. Symmachus und sein Kreis sammelten daneben lateinische Klassiker und gaben sie heraus. Allmählich wurden die Rollen in Buchform umgeschrieben, also in Kodizes, womit sie die Zeiten überdauerten. Und es waren Senatoren, welche Aufträge hierfür erteilten. Im Westen des Reiches stand der alte Senatsadel für die Romanitas. Bedeutende Gestalten sind, auch aufgrund der Literatur, die sie hinterließen, Ausonius, der sich mit seinem Gedicht auf die Mosel, Mosella, verewigte, dann der Lyriker Rutilius Lamartianus, Sidonius Apollinaris, Venantius Fortunatus und schließlich Gregor von Tours, der im Frankenreich seine berühmte Geschichte der Franken schrieb. Während der Senat in Byzanz weiter existierte, endete seine Existenz im Westen im 6. Jahrhundert. Von 533 stammen die letzten Senatsbeschlüsse. 579 ersuchen römische Senatoren mit einer Gesandtschaft um Hilfe in Byzanz wegen des Langobardeneinfalls. Formell wurde der Senat nie abgeschafft. Gregor der Große stellte 593 lapidar fest, Senatus de est, es fehlt der Senat. Irgendwann also, zwischen 579 und 593, hat er aufgehört zu tagen. Die Kurie wurde in eine Kirche umgewandelt. Neben den Senatoren besaßen die Kaiser, die Kirche und die städtischen Eliten, die Mitglieder des Stadtrates waren, die sogenannten Kurialen, die meisten Ländereien. Auf diese Kurialenschicht und ihre Probleme werden wir nun etwas näher eingehen. Den Kurialen kam bei der Steuereintreibung eine bedeutende Rolle zu, denn sie hafteten für den abzuliefernden Betrag. Dadurch, dass viele Steuervergünstigungen genossen, wie etwa Veteranen, Höflinge und vor allem Geistliche, mussten die steigenden Lasten von immer weniger Steuerzahlern geschuldet werden. Das Resultat war, dass immer weniger in der Kurie dienen wollten. Was einst eine Würde war, dem Dekurionenstand anzugehören, wurde nun zur Belastung, der man entfliehen wollte. Zum einen nach oben, indem man selbst in die Schicht der Privilegierten aufrücken wollte, zum anderen nach unten, indem man zum Beispiel Kolone wurde oder sich einer Zunft anschloss. Sehr beliebt war auch der Gang ins Kloster, beziehungsweise der Wunsch, Geistlicher zu werden. Die Kaiser versuchten, diese Flucht aus dem Kurialenstand zu stoppen. Aber alle Maßnahmen, wie die Erblichkeit des Standes, waren vergeblich. Während also die Kirche an Bedeutung gewann, ging die Zahl der Kurialen immer weiter zurück. Die städtische Infrastruktur war aber mit den schrumpfenden städtischen Eliten nicht mehr aufrechtzuerhalten. Gebäude und Wasserleitungen verfielen. Somit konnten auch irgendwann die Thermen nicht mehr betrieben werden. Tempel wurden nicht mehr restauriert. Die Bischöfe wuchsen in die Rolle von Nothelfern hinein. Ganz deutlich kündigen sich hier mittelalterliche Strukturen an. Doch waren dies langsame Prozesse. Im 4. Jahrhundert blühte das Städtewesen noch.
Die Städte waren in Rang und Ansehen deutlich voneinander unterschieden, während der alte Unterschied zwischen Colonia und Municipium obsolet geworden war. Gleich nach Rom und Konstantinopel rangierten die Kaiserresidenzen Trier, Paris, Mailand, Aquileia, Ravenna, Serdica, Sirmium, Thessaloniki, Nikomedia, Nikaia und Antiochia. Danach kamen die Provinzhauptstädte, die sogenannten Metropolen. Wir gehen heute von einer Gesamtzahl von ca. 5600 Städten in der Spätantike aus. Größte Städte nach Rom und Konstantinopel sind Alexandria mit 250.000, Antiochia mit 200.000 und Lugdunum mit etwa 50.000 Einwohnern. In den Städten wohnten auch die Senatoren. Ihre Landvillen hatten sie außerhalb. Die Angehörigen des Reichsadels hießen Honorati. Darunter rangierte der Ratsherrenstand, die gerade erwähnten Kurialen. Dann kamen die Händler und Handwerker, die in Zünften organisiert waren. Ganz unten rangierten die Besitzlosen, die sogenannten Plebs Urbana und die Sklaven. Die Eliten veränderten im Laufe der Zeit auch ihre Selbstdarstellung. Während im Prinzipat die epigraphische Kultur noch sehr wichtig war, Inschriften hielten die Ämter und Würden der Geehrten fest, stifteten die Reichen nun, statt Bäder und Bibliotheken, Kirchen und statteten sie mit reichen Mosaiken christlicher Motive aus. Die Bereitschaft zu stiften nahm also im 4. Jahrhundert nicht unbedingt ab, sie verlagerte sich nur in andere Formen der Selbstrepräsentation. Auf anderen Ebenen gibt es durchaus Veränderungen. Das Theaterwesen und die Gladiatur verlieren aufgrund des Christentums an Bedeutung. Aber obwohl Anastasius 498-99 Venationes, also Jagden, verbot, wurden Tierhetzen bis ins 6. Jahrhundert hinein abgehalten. Noch unter Theoderich, also in ostgotischer Zeit, sind Ehrensitze für Senatoren im Kolosseum nachgewiesen. Während im Prinzipat die Selbstverwaltung der Städte ein grundlegendes Prinzip war, das Reich hatte gar nicht die Mittel, die Städte von der Zentrale aus zu verwalten, wurde die kommunale Selbstverwaltung ab Trajan immer mehr eingeschränkt, weil man im Auge sah, dass die Städte ihre Freiheiten oft auch missbrauchten. Schon Trajan hatte Finanzkommissare, sogenannte Logistei, in einzelne Städte gesandt, die das Finanzgebaren der Städte überprüfen sollten. Plinius den Jüngeren hatte als Sonderbeauftragten in die Provinz Bithynien und Pontus geschickt, um das Verschuldungsproblem in dieser Stadt in den Griff zu bekommen. In der Spätantike hatten die Städte nur noch eine niedere Gerichtsbarkeit. Ab Konstantin haben alle Städte einen Kurator, der über den Duoviri stand und die Finanzen im Auge behielt. Interessant ist auch das Amt des Defensor Civitatis oder auch Plebis Gentis und seine Entwicklung. Ursprünglich ein Richter sollte er die einfachen Stadtbewohner vor den Kurialen schützen. Als die Kurie 387 Vorschlagsrecht erhält, wer Defensor Civitatis werden soll, geht diese Schutzfunktion vor der Kurie natürlich verloren. Schließlich hat der Defensor sogar die Aufgabe, die Kurialen vor den Magistraten zu schützen. Im 5. Jahrhundert wird der Defensor schließlich von Bischof und Klerus, von den Honorati, Grundbesitzern und Kurialen vorgeschlagen, also von der ganzen kommunalen Oberschicht, womit die ursprüngliche Schutzfunktion für den kleinen Mann endgültig obsolet war. Eine weitere Veränderung. Allmählich änderten sich auch die Lage und Topographie der Städte. In der Hohen Kaiserzeit waren die Städte unbefestigt, da im Innern des Reiches Frieden herrschte. Viele Städte verlagerten sich auch von Anhöhen in Ebenen hinunter, um sich besser ausbreiten zu können. Es gab kein Gefühl der Bedrohung. In der Spätantike werden, bedingt durch ständige Barbareneinfälle, insbesondere an den Grenzen, immer mehr Städte befestigt. Berühmt ist die Aurelianische Stadtmauer in Rom. Probus befestigt Athen. Konstantin lässt Konstantinopel gleich mit einer Mauer errichten. Julian und Valentinian errichten große Befestigungsanlagen in Gallien. Gleichzeitig ziehen sich viele Städte wieder auf Anhöhen und Bergrücken zurück. Diese Politik des Incastellamento ist heute noch deutlich in Italien zu sehen. Germanen siedelten oft großflächig auf dem Land unter eigenen Anführern. Im letzten Viertel des 4. Jahrhunderts übernehmen die Germanen an der Donau die meisten Städte. Gallien wird jährlich verwüstet. Köln wird mehrfach geplündert. Ab 407 war die Rheingrenze offen.
Der Wohlstand in den Städten ging drastisch zurück und damit auch die materielle Kultur. Häuser werden nicht mehr renoviert, Thermen können nicht mehr unterhalten werden und werden oft in Kirchen verwandelt, welche die sozialen Zentren der Städte werden. Trampelpfade zu den Kirchen zerschneiden das ehemalige Gitternetz planmäßig angelegter römischer Städte. Stadtvillen werden in kleine Wohnungen unterteilt. Inschriftenblöcke werden für den Bau von Stadtmauern als Spolien wiederverwendet. Ganze Zirkus- und Theateranlagen werden für den Bau von Kirchen und Mauern abgetragen. Ein Beispiel: In Aquileia, einer Residenzstadt, ist vom Zirkus heute nichts mehr zu sehen. Den Langobarden sagt die antike Mythologie nichts mehr, sie legen Lagerfeuer auf den Mosaikfußböden an. Die Städte werden wesentlich kleiner, auch ihre Zahl geht zurück. Und auch die Sozialstruktur ändert sich am Ausgang der Spätantike dramatisch. Die Kurialenschicht war unter den steigenden Belastungen weitgehend verschwunden. Bischöfe und Geistliche wurden immer reicher und mächtiger, weil sie von Steuern befreit waren, nicht der weltlichen Gerichtsbarkeit unterstanden und immer mehr jurisdiktionelle Rechte bekamen. Als schließlich die römischen Suprastrukturen wegbrachen, waren die Bischöfe die Lokalelite, die vor Ort alles meistern und die drängendsten Probleme pragmatisch lösen musste. Auch die Germanenkönige stützten sich auf diese funktionierenden kirchlichen Strukturen. Der Erfolg der Franken ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass sie den administrativen Wert der katholischen Kirchenstruktur verstanden und sich zunutze machten. Das Bischofsamt wurde von den Gebildeten bekleidet, sprich von den romanischen, ehemaligen Senatsangehörigen. Gregor von Tours, der berühmte Autor der Frankengeschichte, stammte wie gesagt aus dieser Oberschicht. Man kann sich nur schwer vorstellen, wie diese reichen und gebildeten Römer in ihren immer noch relativ gut ausgestatteten Villen mit Bibliothek lebten, während ihre Umwelt sich tiefschneidend veränderte. Sie hatten nach wie vor großen sozialen Einfluss in ihren Gemeinschaften, doch die politischen Geschicke wurden nun von anderen bestimmt.